Wow, Junge, mich legt's dir auf die Schnauze hier. Au. Entspann dich. Hab ich einen Durst, ey. Hi, ich bin hier gerade auf dem Pfänder. Das ist der Berg bei Bregenz in Österreich am Bodensee. Und hier will ich mich jetzt mal ein bisschen umschauen. Das ist nämlich wunderschön hier. Zunächst mal will ich mir die Schuhe imprägnieren. Das sind nämlich eigentlich meine Stadtschuhe. Aber da ich momentan nur dieses Paar Schuhe habe, sind die auch schon bei so mancher Wildnisexpedition in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das will ich verhindern, dass das noch in intensiverer Weise geschieht. Deswegen werden die erstmal schön des Todes eingesprüht hier, dass einfach nichts mehr rankommt. Hat mir die nette Verkäuferin damals beim Kauf auch empfohlen. Sofort einsprühen, nicht nur gegen Feuchtigkeit, sondern auch gegen Schmutz. Ich habe den Ratschlag natürlich ignoriert. Wie ihr seht, zieren dicke Wolken den Himmel. Ein Unwetter ist im Anmarsch. Das heißt, keine Zeit verlieren und losgehen. Denn wenn man erstmal ins Unwetter reingelangt, ist das im Gebirge natürlich nicht so angenehm. Andererseits will ich aber noch was erleben. Also ist Heimfahren auch keine Option. Bleibt nur eine Option, jetzt noch schnell los, bevor das Unwetter losbricht. Heute wieder mit dabei auch mein Kumpel Jere. Wir sind jetzt gerade noch auf einer geteerten Straße unterwegs. Das heißt, hier droht jetzt noch nicht so viel Unheil. Aber mein Plan ist schon, dass wir uns auf kurz oder lang ein bisschen in die Wildnis durchschlagen und dann einfach mal versuchen, klarzukommen. So, nun stehen wir vor der Qual der Wahl. Entweder Berghaus Pfänder, bergauf, oder Wanderweg, strengstes Fahrverbot. Also ich bin für Wanderweg, strengstes Fahrverbot. Nicht, weil es der Berg abgeht, sondern weil strengstes Fahrverbot nach verboten klingt. Ist zwar nicht verboten zu laufen, aber verboten klingt immer nach Spannung und Spaß und Action und Tragödie und Dramatik. So, und nun wird es richtig ernst in puncto Unwetter. Ich weiß nicht, ob man das im Video so gut erkennt, aber über uns sind wirklich pechschwarze Wolken. Natürlich erkennt man es nicht, weil im Kontrast zu meiner dunklen Visage werden die Wolken natürlich von der Kamera heller gemacht. Aber ihr könnt es mir glauben, es ist wirklich Weltuntergangsstimmung, die uns hier gerade umgibt. Umso spannender für euch. Schaut mal hier, die Pfänderbahn. Die Leute, die hier drin hocken, die machen es richtig. Die verpissen sich noch schnell runter zum sicheren Bodensee, bevor der Sturm losgeht. Aber nichts für uns. Wir bleiben hart. Was mit Hirschen? Hirsche gibt's. Jerry meint, hier gibt's Hirsche, aber wo? Im Gehege? Ja, tatsächlich, da hinten. Und zwar nicht so kleine, möchtegern Hirsche, sondern Dammwild oder so, sondern richtig fette, mit prachtvollen Geweihen. Wahre Könige des Waldes. Wildpark geschlossen. Die Tiere brauchen nachts ihre Ruhe. Aber es ist doch noch gar nicht Nacht. Schau mal, was hier noch so geht. Tiertechnisch. Hier sind auf jeden Fall schon mal ein paar Bergziegen am Grünzeug knabbern. Die sind auch süß. Und da hinten ganz besonders imposante Wesen. Steinböcke. Ich finde, die sehen einfach so wunderschön aus mit ihren elendig langen Hörnern. Natürlich sind das Tiere, die hier in den Alpen auch wild leben, aber hier am Bodensee ist ja quasi noch Alpenrand gerade mal. Wir sind ja noch längst nicht im Hochgebirge und da sind die dann schon eher anzutreffen. Hier in den niedrigeren Regionen, da weiß ich nicht genau, aber ich nehme an, dass sie da vorwiegend nur in Gehegen auffindbar sind. Ich hoffe, der Wind verzerrt meine Stimme nicht so hart. Aber dort hinten seht ihr so eine kleine Landzunge, die in den See reinreicht. Das ist das Rheindelta. Da habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wie ich dort war. Ist unten in der Beschreibung verlinkt. Auf jeden Fall auch eine sehenswerte Gegend, wenn auch völlig anders als hier auf dem Pfänder. Der Rhein ist ja quasi auch ein bisschen so ein Bindeglied zwischen meiner alten Heimat hier und meiner momentan neuen Heimat Köln. Denn der Rhein ist ja im Prinzip nichts anderes als Bodenseewasser. Und das, was hier reinfließt im Rheindelta und in der Schweiz wieder raus, das ist das, was dann ein bisschen später bei mir in Köln vorbeifließt. Und
Und da sind wir auch schon auf der Spitze des Pfänders. Über mir flattert die österreichische Fahne, hinter mir bewaldete Berge und vor mir in seiner ganzen Pracht der Bodensee. Ist echt wunderschön hier. Wobei man sagen muss, dass da unten von der Plattform aus, wo die Pfänderbahn war, man eigentlich noch eine geilere Aussicht hatte. Aber trotzdem ist es natürlich absolut traumhaft hier. Hört ihr das? Wenn ich diesen Sound höre, dann weiß ich, ich bin an der richtigen Seite von Deutschland. Okay, ich bin jetzt hier in Österreich, aber ihr wisst, wie ich es meine. Die Kuhglocken haben einfach so eine ganz eigene Atmosphäre. Hört ihr das? Die sind sogar lauter als ich. Jetzt lass mich mal ausreden. Ich liebe Kühe auch, weil die einfach so eine unglaubliche Tiefenentspanntheit in sich bergen. Wenn ich gerade mal die Glocken wieder überdrehen. Typisch für die Alpen ist ja auch, dass Wanderwege einfach durch Kuhherden durchführen. Da gibt es oft diese schicken Drehtüren, die man dann bedient. In dem Fall ist es nicht so. In dem Fall nimmt man einfach das Gatter selber und lupft das dann hoch. Muss man natürlich wieder zumachen, nicht dass die Kühe abhauen. Da oben hört man schon weitere Kuhglocken. Das heißt, die Kameraden da hinten werden nicht die einzigen Exemplare gewesen sein, denen wir heute noch begegnen. Was die grauen Gewitterwolken angeht, habe ich vorhin vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber jetzt wird es langsam wirklich düster. Aber mal wieder erkennt man, wobei, schau mal, so erkennt man es jetzt langsam einigermaßen. Ich bin mal gespannt, was da noch auf uns zurollt. Auf jeden Fall befinden wir uns hier jetzt mitten auf einer Kuhweide. Boah, Junge, Junge, nach dem Aufstieg, ich sag's euch, hab ich einen Durst, ey. Erstmal lecker trinken hier. Oh. Ist ja frisches Quellwasser, von daher kein Problem. Spaß. Das hier sind die Teile, die ich eigentlich meinte. Also es ist zwar auch noch nicht eine Drehtür, aber entweder Drehtüren oder die Teile hier, durch die man sich so durchschlängelt, was eine Kuh nicht schafft, weil sie einfach länger ist. Ha. Aber was, wenn ein ganz kleines Kälbchen versucht, sich da durchzuschmuggeln? Könnte theoretisch klappen, oder? Vor allem überlegt mal, wenn das Kälbchen einfach so hier unten durch, zack, geradeaus durchspaziert. Theoretisch möglich. Liebe Bergbauern, denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach, was ich als Laie, der gar keine Ahnung von der Praxis hat, hier einfach direkt nach 5 Sekunden nachdenken und ihr nach Jahrhunderten Erfahrung nicht bemerkt habt. Denk mal drüber nach. Spaß, ich weiß natürlich, dass ich keine Ahnung habe. Und ich weiß Bergbauern auch echt zu schätzen, weil dank denen bleibt die jahrhundertealte Kulturlandschaft, wie wir sie in den Alpen kennen, erhalten. A und B bekommen wir dank denen einfach auch leckere Bergkräutermilch von glücklichen Kühen. Hier oben zu stehen bedeutet für mich einfach pure Lebensfreude. Der Wind rauscht durch die Bäume und durch mein Haar. Es bietet sich mir ein wunderschöner Anblick da. Frische Bergluft. Ah, herrlich. So geil hier oben, Mann. Wenn man mal auf so einen Berg steigt, dann vergisst man einfach sämtliche Sorgen und Kleinigkeiten, die einen so belasten. Es ist einfach richtig geil. Es ist einfach ein Lebensgefühl, was sich so nicht in Worte fassen lässt. Hammer. Bei allem überschwänglichen Enthusiasmus müssen wir es nur aufpassen, dass man auch wieder einen Weg zu... Wow, Junge, mich legt's gleich auf die Schnauze hier. Dass wir auch den Weg wieder zurückfinden. Weil wir laufen jetzt gerade irgendwelche verschlungenen Trampelpfade entlang, was ich geil finde. Erkunden einfach mal mir nix, dir nix, so immer der Nase nach die Gegend. Aber wir müssen natürlich auch mal wieder zum Auto zurückfinden. Und jetzt nimmt das Ganze ja nämlich richtig verschlungene Ausmaße an. Dabei zu filmen auch noch,
und nicht auf den Weg zu schauen. Richtig dumm eigentlich. Aber was soll's. So. Wow! Nagelfluh, so nennen sich diese Felsen, in denen es aussieht, als hätte man Beton mit Steinchen wohin gegossen. Aha, oh, jetzt aber Herausforderung. Mhm. Okay, geht. Achtung, hier. Steiler Hang. Wenn man hier abrutscht, dann war's das. Hier verschlungene Wurzeln. Auch ein schöner Anblick. Jedoch auch ein gefährlicher Anblick. Wir müssen das halt dann nachher alles wieder zurücklaufen, ja? Aber was soll's? Man lebt nur einmal. Und wir wollen ja nicht nur leben, sondern auch was erleben. Zieh euch das mal rein hier. Hier befindet sich einfach so ein weicher Grasteppich mitten am Abhang dran. Also ein Grasteppich, in dem man theoretisch pennen könnte, wenn er nicht 90 Grad nach unten stehen würde. Wow, alter Schwede, ey. Zum Glück habe ich heute professionelle Bergschuhe an. Wobei, ich muss ja sagen, ich bin echt als Kind, wenn ich mit meinen Eltern in Bergen war, öfters auch einfach barfuß gewandert. Gegen das, was mein Vater meinte, was ich tun soll. Aber es ist halt einfach so, dass ich finde, barfuß hat der Mensch die beste Kondition. Barfuß hat er auch den besten Halt auf dem Boden. Und barfuß hat man einfach das beste Gehgefühl, finde ich halt. Ich wäre jetzt auch nicht so der Typ, der irgendwie barfuß durch die Innenstadt latscht oder so einkaufen geht. Aber wenn man in der Natur unterwegs ist, ist das, finde ich, einfach nochmal eine andere Sache. Also im Wald oder so finde ich das eigentlich ziemlich geil. Boah, jetzt windet es aber schon ziemlich heftig, Mann. Und wir steigen jetzt quasi runter. Wir müssen aber nochmal hoch und quasi über den Berg rüber, weil sich da ja unser Auto befindet. Wow! Welche Landschaft sich hier darbietet. Zerklüftete Felsen. Oh oh. Alter, warum führen wir nach oben? Wow! Oh, alter Schwede, mich hat's gerade beinahe runtergefetzt. Zieht euch das mal rein, ey. Hier scheint schon mal was runtergekracht zu sein. Und da unten haben wir das Stückchen auch schon. Das heißt, hier lang zu gehen. In der Tat eine kritische Angelegenheit. Dieser Felsbrocken, den wir hier unten liegen sehen, ist die Bestätigung dafür, dass es hier nicht ganz ungefährlich ist. Also wacker voran. Man hat hier halt auch nicht so den krassen Halt auf dem Boden. Aber es geht schon irgendwie. Wow. Nebenbei zu filmen ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte und eigentlich nicht so klug von mir. Aber ich habe halt Bock drauf. Ich habe Bock drauf, dieses Abenteuer mit euch zu teilen. Versteht ihr? Okay. Boah, ganz schön zerklüftet hier. Hier oben haben sich in der Steinzeit Höhlenmenschen verkrochen. Aber die Zeiten sind natürlich lang vorbei. Zack. Ich muss hier jetzt ganz eng entlang der Wand gehen. Weil der Weg einfach mega schmal ist. Okay. So, zack. Herausforderung wird angenommen. Also hier kam definitiv schon öfter mal was runter. Haufen Geröll. Stabil sieht mir die Wand nicht aus. Aber ich würde sagen, wir wagen es, oder? Wow, ganz schön rutschig. Ja. Junge, Junge. Wow!
Aber es ist eine dieser Stellen, an denen es einen jeden Moment auf die Schnauze hauen kann. Hier muss ich mich jetzt auch an der Wand festhalten. Wow! Aber ruhig Blut. Geht alles. Denn ihr müsst bedenken, eine Sache, die diesen Hang natürlich auch massiv stabilisiert, sind die ganzen Bäume, die hier wachsen. Immer wieder kommen hier Erdrutsche zustande, weil sie die Bäume an Hängen fällen. Ich meine, das ist einfach nicht sonderlich klug. Wenn irgendwo eine steile Wand ist, beziehungsweise ein steiler Abhang, und da Bäume stehen, dann muss man die doch stehen lassen, weil die Wurzeln stabilisieren das Ganze natürlich. Und wenn die nicht mehr da sind, tja, dann wird das Ganze natürlich brüchig. Aus diesem Felsspalt hier tropft es. Das scheint die Quelle zu sein. Ich würde euch das im Video liebend gern mal von näher zeigen, aber ich traue mich da nicht so richtig ran, weil der ganze Felsen natürlich mega brüchig aussieht und wer weiß, wenn ich da irgendwas losdreht, was ich dann in Gang setze. Aber wir probieren es einfach mal ganz vorsichtig. Jerry kommt einfach mal noch mit einer Lampe und leuchtet, dass ihr dann auch was erkennt. Wow, okay, da hüpft gerade ein kleiner Frosch rum. Aber den jetzt zu filmen, das ist in der aktuellen Lage, in der ich mich befinde, leider nicht auch noch möglich. So, man hört schon das Tropfen hier. Boah, hier könnten sich auch Fledermäuse verbergen in dieser Felsspalte. Spannend, ey. Das ist genau die Sorte von Expedition, auf die ich Bock habe. Ich glaub gar nicht, wie viel von so einem Scheiß ich noch erleben will. Ey. So, leuchten wir mal am besten ein bisschen hier rein, genau. So, seht ihr das? 1A Tropfstein hier. Von einer Quelle, die da aus dem Felsen rauskommt. Bei dem Wasser hier ist man auf der sicheren Seite. Da kann ich mir doch mal den ein oder anderen Tropfen ins Maul rein tropfen lassen. Auch wenn ich mich dafür in ganz schön blöde Position begeben muss. Ah, na, so ein halber Tropfen hier ist mir irgendwie in den Mund rein. Das reicht mir jetzt. Nicht, dass ich mir ja noch die Arme verknot beim Versuch, einen Tropfen Wasser abzubekommen. Okay, geile Stelle. Klar, Risiko, aber wer wagt, gewinnt. Weiter geht's. Puh. Okay, das wäre jetzt fast nochmal ein Absturz gewesen. Ja. Zieh euch mal den sonderbaren Pilz rein, den wir hier gefunden haben. Ich dachte erst, das wäre ein Schädel. So, langsam brauen sich über uns wirklich die schwarzen Gewitterwolken des Todes zusammen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, jetzt langsam den Rückweg wieder anzutreten. Wir werden es vielleicht nicht verhindern können, in den Sturm hinein zu geraten. Aber es wäre natürlich trotzdem von Vorteil, wenn wir dann, wenn er losgeht, zumindest schon mal auf dem Rückweg wären. Oh, ihr merkt, ich bin völlig außer Atem, weil ich gerade einfach eine Kletterpartie hinter mir habe. Wenn es ans Klettern und am Hang entlang kraxeln geht und so, dann bin ich halt auch keiner, der da auf die Bremse treten kann. Ich mache da einen Schritt vor den anderen. Zack, 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 höher, höher, höher. Wir haben auch schon realisiert, dass wir in der Nähe sind und sie kommen uns entgegen. Manchmal, wenn es kurz vor der Melkzeit ist, rennen Kühe ja richtig zu auf alles, was menschlich aussieht, weil sie denken, der Bauer kommt, um sie zu melken. Also ich sehe, es ist natürlich ein bisschen Vorsicht geboten. Schau mal, vorsichtig herantasten. Na, wie steht's? Wie ist die Situation bei euch? Ich näher mich mal vorsichtig ran. Hi. Oh, der Blick, ey. Die schaut mich so lieb an. Na? Das ist ein bisschen blöd, dass ich hier nicht beides gleichzeitig einfangen kann. Hi.
Ich weiß noch nicht richtig, wie ich den Blick interpretieren soll. Ja, okay. Scheint wohlgesonnen zu sein. Was ist mit der hier? Hi. Oh. Hi. Ja, alles gut. Entspann dich. Ich glaube, Kühe sind eigentlich mega die friedlichen Wesen, aber man sollte sie trotzdem nicht provozieren. Also eine Kuh ist halt trotzdem ein etliches schwerer als ein Mensch. Na? Aber was ich an Kühen lieb, ist, dass sie so schöne, treue Augen haben. Nix, Schere. Die machen nix. Hi. Also Kühe sind eigentlich echt mega die friedlichen Wesen, aber die hier sind halt gerade auch ein bisschen neugierig. Das ist gerade so ein bisschen wie in einem Zombie-Film. So eine Horde, die langsam hinter einem herwankt. Nicht so richtig schnell, aber beharrlich. Die verfolgen uns. Machen wir nicht so schnell, dass sie hinterherkommen. Ich wäre nicht gemein. Oh, wir müssen aber aufpassen, unten bei dem Gitter dann, dass sie noch genügend Abstand haben, weil sonst kriegen wir das nicht auf, ohne dass sie rausfliehen. Okay, wir können noch drüber klettern. Schaut euch die mal an. Die rennen jetzt in den Wald rein, um sich an den Bäumen zu schrubbern. Wie Baloo im Dschungelbuch. Wie sie da hinten steht und mich anschaut. Ich kann dem Blick halt nichts reininterpretieren. Entweder der Blick heißt verpiss dich oder ich hab dich lieb oder er sagt einfach gar nichts aus. Und das ist einfach nur so ein Hohlraum hinter den Augen. Man weiß es nicht. Wenn sie jetzt herkommen würde, wow. Ich weiß nicht genau, wie ich reagiere, wollte ich gerade sagen. Manche strecken ihnen ja auch ihren Arm hin, weil das salzig ist, weil sie was zum Ablecken haben. Aber andererseits ist natürlich auch immer so ein bisschen Skepsis verbunden. Merke. So ein Meter Abstand versuche ich schon immer einzuhalten. Ah, da oben kommen jetzt noch mal ein paar Kameraden. Okay, die hat keinen Bock mehr. Ciao! Also der Kuhhorde sind wir erstmal entkommen. Aber schaut mal, was hier am Wegesrand wächst. Lecker Pfefferminz. Oh, was für ein intensiver Duft, ey. Riecht 1:1 wie Zahnpasta. Bergkräuter sind ja gesund. Drum nix wie rein damit. Oh, die Kuhherde holt auf. Okay, die latscht nur da oben vorbei. Wir entfernen uns jetzt jedoch aus ihrem Territorium. Zack. Diesmal natürlich ohne das Ding nochmal aufzumachen. Nicht, dass die auf einmal aufholen. Und dann doch noch entwischen. Und dann sind wir schuld. Und ich weiß nicht, welche Versicherung sowas zahlt. Also wenn du hier lebst, dann hast du es wirklich mega idyllisch. Nebendran die Kuhhorde, Gebirge um dich rum, schönes altes Bauernhaus. Und man ist gar nicht so sehr ab vom Schuss, denn wir sind hier quasi direkt unterhalb des Pfändergipfels, was bedeutet, in ein paar Minuten Autofahrt bist du schon mitten in Bregenz drin. Hier ist zwar nicht allzu reger Verkehr, aber wer weiß, wie weit der Kollege hier kommt, ohne plattgefahren zu werden. Drum will ich mal kein Assi sein und dem nach drüben helfen. So. Ab ins satte Grün, mach's gut. Man glaubt ja nicht, was man hier so antrifft. Neben Weinbergschnecken und Kühen gibt es ja auch gefährliche Raubtiere,
wie diese Katze, die jetzt gerade flüchtet. Aha, gerade sage ich noch so, hier gibt es kaum Verkehr. Aber mir nix, dir nix, rettet hier einfach ein Auto entlang. Hätte ich die Weinbergschnecke von gerade eben nicht gerettet, dann wäre sie jetzt platt, tot, hinweggefegt. Wir sind jetzt fast wieder beim Auto angelangt. Wir haben es tatsächlich geschafft, ohne in den jeden Moment ausbrechenden Sturm hineinzugelangen. Und ich muss das Video jetzt hier leider auch schon, bevor wir am Auto angelangt sind, beenden. Denn neben dem Parkplatz scheint eine Party zu toben. Und ich will nicht, dass wegen der Mucke mein Video gesperrt wird. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei diesem spannenden Abenteuer hier auf dem Pfänder bei Bregenz in Österreich am schönen Bodensee. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, jetzt geht's los da oben. Ich hab's euch doch gesagt.